Bent u goed, duurtje snoeven? Rosa, die duurtje, Rosa, die Das ist ein Zeng oder ist ein Und der Peter kann dann da, sobald der Schnee weg ist, schön Garten pflanzen, hat mir der Gärtner gesagt. Ehrlich? Das hat einen wunderschönen grossen Rosenbaum. Danke viel, viel mal. Ich liebe Rosen über alles. Und sie weiss es, glaubt. Dann kommt es wieder ein gutes Plätzchen über bei mir. Ja, jetzt ist der Tag schon gekommen. Am nächsten Freitag wird unsere liebe Gertrud pensioniert, Frau Künzler, die so viele Jahre bei uns im Kindergarten war. Du, Gertrud, du warst eine Kindergärtnerin mit Leib und Seele. Du hast hunderte von Kindern liebevoll begleitet, ihnen eine neue Welt gezeigt und ihnen die Tür zur späteren Schullaufbahn geöffnet. Mit deiner herzlichen, mütterlichen und natürlich autoritären Art hast du es verstanden, Kinder für viele neue Erfahrungen zu begeistern. Ich, wir alle wünschen dir von ganzem Herzen für deinen neuen Lebensabschnitt Zeit haben, Zeit nehmen, Zeit finden und Zeit geben. Ich danke dir vielmals für die schöne Zusammenarbeit, die wir hatten. Ich werde deine schöne Gitarrenmusik und deine Lieder fest vermissen. Und dein Zuhören und das Verständnis für uns alle haben. Danke, Gertrud. Oh, und weil ja Frau Künzler ein bisschen aussieht wie Schneewittli, haben wir gesagt. Und wir haben ja gerade auch Geschichte von Heidorf. Von den Zwergli und vom Schneewittli haben wir zum Rosenbäumli von uns allen Eltern den Rosenbaum und das Elsenküssi, damit du immer gut pfusest. Danke viel, viel mal. Der Peter hat auch noch Platz. Wir haben es ausgerechnet hier. Liebe Eltern, ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken. Ich bin sehr überrascht worden jetzt heute Abend. Sie haben keine Ahnung gehabt. Das Kind für mich so gebastelt haben und das wunderschöne Rosenbäumchen freut mich auch sehr. Das ist ein Andenken. Jedes Mal, wenn eine Rose blüht, würde ich daran denken. Und ich möchte euch einfach sagen, ich bin seit 1974 Kindergärtnerin. Ich habe bis auf 3 Jahre, dort habe ich noch Stellvertretungen gemacht, habe sicher 41 Jahre immer gearbeitet mit den Kindern. Und ich habe mit Freude und mit Liebe gearbeitet. Weil mich hat der Beruf erfüllt. Ich konnte meine Kreativität, meine Fröhlichkeit mit den Kindern leben, im Jetzt leben. Weil mit den Kindern ist es immer gerade jetzt. Nicht hinten drin, nicht voraus, sondern jetzt. Und ich werde es sehr vermissen, vor allem die Kinder. Danke vielmals. Euch aber auch begrüßen eben zum Abschiedsfest, das wir heute Abend haben. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Abend mit uns meinen Abschied zu feiern. Ich glaube, ihr habt schon gesagt, es ist noch eine Woche, wo ich jetzt arbeite im Kindergarten. Und es kommt ein neuer Lebensabschnitt. Und ich gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Es ist so ähnlich, wie wenn ich einmal ein Kind habe, in die Schule gehen lasse.
und es dann hin und wieder einmal gesehen habe, und so wird es auch da sein. Ich werde euch sicher irgendwo wieder sehen. Gell? Ha? Vielleicht im Dorf oder in einem Laden. Und ich freue mich dann ganz fest. Jetzt haben wir uns überlegt, was könnten wir für heute Abend machen? Und wir sind dann auf die Idee gekommen, wir könnten einen Rückblick machen auf das letzte Semester, wo die Kleinen das erste Mal in den Kindergarten gekommen sind. Und von allen Themen, die wir hatten. Ich habe mit den Kindern ihre Lieblingsversli, Lieder und Singspiele rausgesucht. Und die möchten wir auch jetzt heute Abend vorführen. Als erstes Thema, wo die Kinder gekommen sind, haben wir vom Findus, das ist eine Katze, kleine, und vom Peterson, einem alten Mann, der auf einem Bauernhof gelebt mit ganz vielen Tieren, erzählt. Und der Findus, der hat nicht nur von aussen Tiere gehabt. Weil er Tore gespitzt hat, hat er nämlich im Haus sogar etwas gehört. In unserem Häusli hat schrecklich viel Müsli. Sie zibbeln und zäbbeln, gehen auf den Tisch, auf die Stühle, auf die Bank, in die Schränke. Und wenn man sie packen, springen sie husch husch davor. Und wir haben ein Singspiel gehabt, das haben die Kinder über alles geliebt. Immer wieder hätten wir das machen sollen in neuer Besetzung. Unser Müsli ist heute Malina und sie tut jetzt gerade ihre Süße. Der Benjamin, ihren Bruder, ist Kätzli. Er kommt aus Südamerika.
wieder zurück in den Zoo geflogen. Ich nach dem Psyche. Und wir? Wir haben schon fast in die Herbstferien gehen. Die ist nämlich vor der Tür gestanden. Und wir haben uns gefreut, 3 Wochen lang zu spielen daheim. Die anderen sind sogar in die Ferien gegangen. Als wir nach der Herbstferie wiedergekommen sind, es war draussen schon ein bisschen anders. Die ersten Blätter sind oben abgefallen. Und wir hatten ein neues Thema im Kindergarten. Nämlich das Thema vom alten Äpfelbaum, wo ganz viele Tierchen bei sich beherbergt hat. In den Wurzeln, in den Baumrinden, sogar im Astloch oder auf der Zweig waren die Tierchen. Und neben dem Äpfelbäumchen zu, ist der Fridolin gestanden. Er hat die Arme auseinandergestreckt. Der Fridolin war eine alte Vogelscheuche. Und zu ihm sind die Tierchen immer gekommen, zu spielen. Und wir könnt ihr euch erinnern, hatten auch einen Fridolin gehabt. Der war da oben und hat uns immer ein bisschen zugewunken mit seinen Ärmeln. Ja, da ist die Beschwerde bei Sandbar und am alten Äpfelbaum. Und den Löffel und Karamba, wer spielt mit dem Äpfelbaum? Und aus Kätzchen geht wohl schauen, das Häslis Füßli ist auch da. Vögel und ein bunter Rapier rufen. Sie verstecken und beim alten Fridolin schlüpfen die Türmel in Sack und in Hüte. Gell, wie schminend, hey, schminend gesehen. Jeden Tag sind mehr Blätter gefallen. Und einmal an einem Tag sind die Kinder dahergekommen mit der Kappe, mit einer warmen, dicken Jacke, mit einer Schleife. Und die Erste hat sogar Händchen angegeben. Und sie hat gesagt, Frau Künzler, Frau Künzler, hast du gesehen, es hat Schnee auf den Hügeln. Und bei den Bergen sieht man auch Schnee. Und wir haben gewusst, es schneit auf den Bergen schon. Es schneit auf den Bergen schon. Schnee und Schau da runterkommen. Deckt doch unseren Garten zu. Das Haus bis fast das Kämmerle. Mein Schlitten ist schon lang parat. Ich weiss auch, es schneit auf den Bergen schon, Schnee könnt schauber herbekommen. Deckt nach unseren Garten zu, das Haus bis fast das Kämmerle. Mein Schlitten ist schon lang parat, ich weiss auch, wie ein Schnee mehr geht.
Frieden geniessen. Und dann war es schon Rebenlichtli-Zeit. Wir sind mit dem Rebenlichtli umzugegangen. Und nachher ist die Weihnachtszeit gekommen. Und in der Weihnachtszeit, da haben wir so viel gebastelt. Wisst ihr das noch? Für den Adventsweg haben wir wochenlang gebastelt. Wir haben für die Mami und den Papi gebastelt. Wir haben für die Weihnachtsdekoration im Raum gebastelt. Und natürlich haben wir auch Weihnachtslieder gelernt. Aber die passen jetzt einfach nicht hierhin. Und dann ist die Weihnacht vor der Tür gestanden. Und wir dürfen in die Ferien gehen. Bei der Heide ist sogar das Christkindli gekommen. Und nachdem die Weihnacht vorbei war, ist das neue Jahr 2019 gekommen. Und eine Woche haben wir dann noch Ferien gehabt. Und als es wieder Zeit war im Kindergarten, hat es gerade das Wochenende voran endlich richtig abgeschneit. Es hat über die Nacht geschneit. Und die Kinder haben sich auch gefreut und sind wie kleine Schneemänner am Montagmorgen in den Kinderhock angelegt mit den Skianzügen. Über Nacht hat es geschneit, schnell wie Schlitten hier. Komm ins Häusli aus dem Stall, komm den Schlitten ziehen. Über Nacht hat es geschneit, schnell wie Schlitten hier. Komm ins Häusli aus dem Stall, komm den Schlitten ziehen. Unsere beiden Studentinnen von der PRH, Frau Sturzenegger und Frau Stojakovic, sind da und haben jetzt auch mit den Kindern ganz fest gespielt und gelernt und bastelt. Und jeden Tag haben sie von unserem neuen Thema, nämlich von den Zwergen, erzählt aus dem Bilderbuch von Erich Kreidolf Wintermärchen. Und das war so spannend. Die Kinder haben jeden Tag gewartet, wie es echt weitergeht. Es war nämlich so. Drei Zwerge haben in einer Höhle tief im Wald gewohnt. Und einmal an einem Tag ist der jüngste Zwerg von der Höhle aus schauen und hat gesehen, dass ein Schneesturm ist. Und da hat der andere Zwerg in diesen zwei auch noch gerufen. Alle haben am Himmel geschaut. Der Jüngste hat gesagt, es stürmt und schneit und schaut einmal, ich sehe etwas Glitzeriges in den Schneewolken da oben. Der älteste Zwerg hat gesagt, jawohl, ich sehe es auch und ich weiss auch, was das ist. Das ist sicher Schneewittli, wo alle 7 Jahre
Hinter die sieben Berge zu den sieben Zwergen fliegt mit den Schneewolken ein Schneewittli. Die ist jetzt nämlich Königin, beim König in ihrem Land und darf nur noch alle sieben Jahre noch ein Zwergli besuchen. Da hat der jüngste Zwerg gesagt, aber ich möchte doch Schneewittli auch einmal sehen. Und ich will doch unbedingt die sieben Zwerge, unsere Cousins auch besuchen. Dann haben die Zwerge abgemacht. Wir gehen gerade morgen Morgen miteinander auf den Weg zu den sieben Zwergen hinter die sieben Bergen. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie viele Abenteuer das sie haben müssen miteinander bestehen. Es gispelt und gaspelt und raschelt im Gestrüch. Es gispelt und gaspelt und doch seht man nichts. Es trippelt und trappelt ganz viel und ganz leise und flüstert heimlich. Sind's echt öppe Müs? Ja, nein, es sind Zwergli. Die wohnen im Wald, in Höhlen und Spälen. Und die sind schon steinalt. Die sieben Zwerge aber, die hinter den sieben Bergen gewohnt haben, die haben wirklich Besuch auf dem Schneewittli. Aber auch jetzt haben die sieben Zwerge jeden Tag am Morgen am Schneewittli Adieu gesagt. Sie sind nämlich auf ins Bergwerk gegangen, Edelstein, Gold und Silber suchen und haben dort den ganzen Tag gearbeitet. Und am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, dann hat der älteste Zwerg mit der Laterne sich auf den Weg eingestellt. Der zweite Zwerg, Dennis, der hat den Rucksack angelegt, weil er hat dort einmal die Mühle drin gehabt. Er ist gerade auch eingestanden. Das Zwergli Vana hat nämlich noch das Lichtli dabei gehabt. Und der Zwerg Aurel hat seine Schaufel genommen, unter dem Stuhl. Und hat sie gerade aufgegeben. Und ist auch eingestanden. Das Zwergli Hatia ist eingestanden. Und das Zwergli Serina hat auch noch eine Schaufel heimtragen. Und dann hat sie sich auf den Weg gemacht. Wir sind die sieben Zwergli und schaffen tief im Bergli. Jetzt gehen wir ganz schnell heim. Schneewittli ist ganz allein. Gute Nacht.
dem Moment, wo die sieben Zwerge am Tisch waren und Schneewittli sie ja begrüßt hat, bin unsere Frau Stankowitz. Sie hat ja auch fast aus wie ein Schneewittli. Da sind die drei anderen Zwerge gekommen. Und die hatten so eine Freude. Und alle miteinander haben ein grosses Fest gemacht. Und die Freude für den Fest, die möchten wir jetzt mit euch teilen. Und wer will, der kann gerade mitmachen. Wenn's die Festplatten vor Freude klatschen haben, wenn's die Festplatten vor Freude klatschen haben, wenn sie fast verdeckt vor Freude und ihr Freund wird schuseler, wenn sie fast verdeckt vor Freude klatscht hin. Wenn sie fast verdeckt vor Freude schafft mit der Füße, wenn sie fast verdeckt vor Freude schafft mit der Füße, wenn sie fast verdeckt vor Freude und ihr Freund wird schuseler, wenn sie fast verdeckt vor Freude schafft mit der Füße. Wenn's die Faschpatesch vor Freude machen gut. Wenn's die Faschpatesch vor Freude machen gut. Wenn's die Faschpatesch vor Freude und die Freude wird schuseller. Wenn's die Faschpatesch vor Freude machen gut. Wenn's die Faschpatesch vor Freude rief Hallo. Hallo! Wenn's die Faschpatesch vor Freude rief Hallo. Hallo! Wenn sie fast verdeckt vor Freude und ihr Freund wird schuseller, wenn sie fast verdeckt vor Freude dreht die um. Wenn sie fast verdeckt vor Freude mache so. Soll euch aufzeigen, was mir in diesen 44 Jahren Kindergarten mit den Kindern so wichtig war. Jedes Kind ist einzigartig. Jedes Kind ist eigentlich ein Wunder. Mit seinen Begabungen und mit seinen Neigungen oder Charakter. Und die Kinder haben vielmals Sorgen, die für uns vielleicht überhaupt nicht wichtig sind. Aber für Kinder sind sie elementar. Und für mich ist es so wichtig, dass man sich für Kinder Zeit nimmt, ihnen zulässt, sie tröstet, wenn es nötig ist, aber auch selbstständig werden lässt. Weil irgendwann müssen sie ins Leben raus und müssen dort selber bestehen. Und sie führen vielleicht nicht das Leben, das wir gerne hätten. Sie leben ihr eigenes Leben. Mit den eigenen Wünschen. Und sie dürfen auch ihre eigenen Fehler machen. Auch wir haben sie gemacht. Gib einem Kind deine Hand. Steh doch einmal wie gebannt vor Winzigkeiten, die dir längst bekannt. Gib einem Kind deine Hand. Halt dein Kind in deinem Arm.
und wehrlos und warm. Und du wirst hilflos und wehrlos dabei. Halt dein Kind für Zauberei. Tröste ein Kind, wenn es weint. Und was dir wichtiger scheint, vor seinen Sorgen zählt das gar nicht mehr. Sorgen der Kinder sind schwer. Schenk deinem Kind deine Zeit. So Neigung und Zärtlichkeit. Tausch deine Hast gegen Fröhlichkeit ein. Und du wirst selbst wieder klein. Halt dein Kind auf deinen Knien und bald wird es dich erziehen. Wie wertlos wichtige Dinge oft sind, lernst du erst von einem Kind. Zeig deinem Kind selbst zu gehen, auf eigenen Füßen zu stehen. Die ersten Schritte noch so um Gelenk, halt dein Kind für ein Geschenk. Dann lern du ihm nicht im Wege zu stehen. Lehre dein Kind fortzugehen. Mein Kind muss wirklich rauslassen. Und wie ich vorhin gesagt habe, manchmal würde man vielleicht anders wünschen oder anders machen. Aber es ist nicht unser Leben. Und Fehler gehören dazu. Und alles das habt ihr mit euren Kindern noch bevor. Und ich wünsche euch allen viel Glück und natürlich auch den Kindern. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Und dass ihr auch jetzt so hilfsbereit gewesen sind, da mit der Claudia die Überraschung zu machen. Und ich würde eigentlich gerne meine Nachfolgerin, Lucia Weinbuch, hören. Also, Lucia Weinbuch, die einen kennen Sie schon, weil die Grossen sind ja zum Teil bei ihr noch gewesen. Der Nicolo war auch gewesen und Silvana. Wir haben da gerade einen Haufen Kinder, die jetzt groß sind, schauen, die schon in die Schule sind. Frau Weinbuch hat einmal Claudia Eberhardt vertreten, wo sie im Bildungsurlaub war. Da haben wir zwei miteinander gearbeitet. Und jetzt löst sie mich ab. Und ich bin sehr glücklich darüber, weil ich weiss, dass ein Kind die gute ist. Und danke für mich. Ich wünsche dir auch viel, viel Glück. Und sie fängt dann im Februar nach der Semesterferien an. Das ist wie ein Kreis, der sich wieder schließt, wo ich in Tiefenzau gearbeitet habe. Ganz frisch angefangen hatte ich Studentinnen und da war sie meine Studentin. Und nachher, als ich dann das erste Kind bekommen habe und 10 Jahre Pause gemacht habe, hat sie meinen Kindergarten in Tiefenzau übernommen. Und nachher, als sie ja riesig gelesen haben,
der heilpädagogischen Schule gewesen, also in dem Heim Oberfeld. Und jetzt ist sie wieder bei mir. Schließt sich alles genau. Wieder. Ja. Genau. Es ist so, das Leben ja. Ist im Kreis. Das Leben ist im Kreislauf, genau. Ja. Wohl, ich denke, jetzt darf die Kind sich wieder abziehen. Sie sind sicher wohl im Heiß. Ja. 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 Gell? Macht gar nichts.